Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne die vielseitigen in- und ausländischen Weichkäse, die Sie in der Molkereiabteilung verpackt oder im Offenverkauf aussuchen können, wäre eine Käseplatte nicht vollständig. Und man würde auch auf einen besonderen Genuss verzichten. Ein paar der bekanntesten Weichkäse möchten wir Ihnen heute vorstellen. Herr Amrein, Sie kennen sich ja auch bei den Weichkäse bestens aus. Wie unterscheidet man jetzt die verschiedenen Sorten? Es gibt tatsächlich hunderte von Weichkäse, die man grob in drei Gruppen einteilen kann. In Weisschimmel, in Rotschmer und in Blauschimmelkäse. Fangen wir doch gerade mal bei den Weisschimmelkäse an. Was für Sorten gehören denn zu dieser Gruppe? Zum Beispiel der Nidelkäse, die Gouron oder der Chamois d'Or. Hier haben wir verschiedene Brie, unter anderem den Brie de Meaux aus Rohmilch. Sehr bekannt ist der Caprice de Dieu oder der Carré Président. Und der Dom gehört natürlich auch dazu. Alle diese Käse sind sehr cremig oder rahmig und meistens auch recht mild. Was sind denn das da für Käse? Das sind eben die Rotschmierkäse. Wir erkennen sie schon am speziellen herben Geruch. Der Limburger und der Münster sind stark geschmierte, also eher kräftig. Die Holigasse oder der Reblochon Suisse sind halbgewaschene, das heisst eher milde Käse. Wir können sie auch mit dem bekannten Vieux Panne vergleichen. Und bei den letzten Gruppen ist es natürlich nicht mehr schwer. Da kann es sich ja nur noch um den Blauschimmelkäse handeln. Richtig. Als erstes haben wir hier den Roquefort, den berühmten Käse aus Schafsmilch. Weitere bekannte Sorten sind sicher der Gargonzola, der Danablu, der Saint-Aigur und vielleicht noch einen neueren Vertreter von diesen bekannten Dessertkäse, der Gambozola. Je mehr so ein Käse übrigens marmoriert ist, desto stärker ist er auch. Die Käsekenner unter Ihnen haben es bestimmt gemerkt. Zwei wichtige Weichkäse haben wir Ihnen vorenthalten. Der Saint-Albrais und der Chaume. Seit 20 Jahren werden die beiden renommierten Klassiker unter den französischen Weichkäse auch bei uns in der Schweiz von zahllosen Konsumenten geschätzt. Zusammen mit Gob wird das Jubiläum von Chaume und Saint-Albrais natürlich gebührend gefeiert. Achten Sie darum auf die entsprechenden Angebote in Ihrer Region. Eine von diesen Jubiläumskäse habe ich heute übrigens ausgesucht für das Coop-Rezept. Saint-Albrais in Scheiben schneiden und halbieren. Dann in dünne Magerspecktranchen einwickeln. Ein bisschen Olivenöl erhitzen und den Käse drin von beiden Seiten braten, bis sich aussen eine feine Kruste bildet und er innen noch leicht warm wird. Für Traubenvinaigrette weisse und blaue Trauben waschen, halbieren und entkernen. Dann gehackte Schalotten, Bouillon, Portwein, Schnittlauch, Salz und Pfeffer mit Rotweinessig verrühren. Zuletzt ein bisschen Traubenkernöl und Trauben drunter rühren. Dann die Vinaigrette auf Teller verteilen und den warmen Saint-Albrais im Speckmantel darauf anordnen. Dazu passt sehr gut ein Nussbrot. Und wenn Sie das Rezept noch mal nachlesen möchten, haben Sie dazu Gelegenheit auf der Teletext-Seite 555 oder auch auf dem Internet. Zu einem ganz anderen Thema. Anfang Juni fängt in London die EM an. Die Schweizer Fußballmannschaft bestreitet bekanntlich das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber England und sorgt damit bestimmt für Spannung. Aber statt auf Fingernägel können sie dann auf etwas Besseres beißen. Schnappt ihr Snickers? Hallo Freunde, beantwortet jetzt auf jedem Snickers und Mars Fußballfragen. Ruft an, gewinnt. Good luck. Va in direzione padrita, si approssima alla gol! Isostar gibt verlorene Energie sofort zurück. Ja, und mit dieser Unterstützung kann ja dann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen in London an der EM. Auch Sie können übrigens nur gewinnen, wenn Sie in unseren Läden gehen, posten. Es wartet nämlich wieder ein Haufen Aktionen auf Sie. Zum Beispiel Navellate aus Spanien, für viele die beste und saftigste Blondorange der Welt, kostet per Kilo nur 1,90. Und Gala-Spaghetti im Viererpack nur 3,90. 30 Arni Branchli Milchnuss gibt es für nur 97. Außerdem offerieren wir Ihnen T-Shirts für Kids und Juniors in diversen Modellen und Farben schon ab 5 Franken. Basic T-Shirts für Damen und Herren ebenfalls in diversen Modellen und Farben ab 8 Franken.
Und im Coop-Restaurant hat sich der Chef diese Woche für etwas typisch Schweizerisches entschieden. Eine Kalbsbratwurst mit Zwiebelsauce und Rösti offeriert er Ihnen für 9 Franken. Wäre doch gerade die richtige Stärkung vor oder nach dem Posten. Für heute bin ich aber am Schluss. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit haben zum Zuschauen und auf Wiedersehen.